Hallo und herzlich willkommen, nicht im Wald, sondern auf so einer Wiese, ne? So auf circa 1300 Meter Höhe. Und was da hinten als Männchen auf der Wiese steht, bin tatsächlich nicht ich, sondern ist so ein anderer rumstehender Geselle, der gar nicht so gerne im Wald steht, sondern lieber auf so einer kleinen Alm. Und ja, ist wirklich sympathischer Zeitgenosse und um den soll es jetzt hier auch gehen, ne? Da guckt er aus dem Loch, nämlich das liebe Murmeltier oder Murmeli, wie der Schweizer sagt, oder Murmelfiech, wie der Ben sagt. Ich bevorzuge Murmelfiech, ja. Und das haben wir getroffen, als wir in den Alpen unterwegs waren und dementsprechend habe ich gedacht, ich versuche mal mich mit den traurigen Versuchen mit dem Teleobjektiv ein paar tolle Fotos von den Viechern zu machen. Leider hat es nicht ganz so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ein paar brauchbare Bilder sind dann doch bei rausgekommen und ich muss das auf jeden Fall nochmal üben mit dem lieben Teleobjektiv. Insbesondere wäre ein Stativ und die Verwendung vom manuellen Fokus nicht schlecht, weil dann würde man nämlich nicht das Gras scharf stellen, sondern tatsächlich sich das dahinter befindliche Murmeltier. Dieses Bild habe ich nämlich sehr oft gemacht und ganz oft war das Gras scharf und nicht der Murmler. Naja, jedenfalls. Es soll hier um das Murmeltier gehen und damit fangen wir auch schon an. Denn das Alpenmurmeltier ist in, na sagen wir mal, Mitteleuropa nach dem Biber und dem Stachelschwein, wo das tatsächlich vorkommt, das drittgrößte Nagetier und ein Mordsvieh, weil es nämlich durchaus bis zu 5 Kilo schwer werden kann oder sogar noch ein bisschen mehr. 5,7 Kilo steht hier in meinem schlauen Buch als Höchstwert, den das Murmeltierchen erreichen kann. Und die werden auch schon durchaus mal 54 Zentimeter lang. Und damit also schon ein Nagetier, wirklich ein Mordsviech. Man kann die eben dementsprechend auch essen. Wird ja auch gemacht, weil da ist ja auch ordentlich was dran. Ja, so ein Murmeltier hat 22 Zähne. Zeichnet sich dadurch aus, dass es so das ganz typische Nagergebiss hat. Keine Eckzähne. Dafür die beiden großen Nagetier-Schneidezähne. Die haben so eine leichte gelbliche Färbung, bräunlich-gelblich, liegt daran, dass sich da auch ein bisschen Eisen, was in der Nahrung vorhanden ist, gerne mal in den Zähnen ein wenig anreichert und haben als Nagetier auch die wunderbare Eigenschaft, dass die Zähne nachwachsen. Also denen fehlt die äußerste Zahnschicht und damit wächst der Zahn quasi nach unten hin immer wieder in die Länge und sie müssen dann auch fleißig an irgendwelchem Zeug rumknabbern, damit die Zähne eben entsprechend nicht zu lang werden. Übrigens, die meisten Bilder hier sind von dem Jungtier. Das hat sich am nächsten an mich angetraut und dementsprechend muss man sich das halt nochmal in älter, ein klein bisschen weniger niedlich und ein klein bisschen mehr größer entsprechend vorstellen. Aber ihr wisst ja, wie ein Murmeltier aussieht. Immerhin habe ich mal wenigstens mal ein Tiervideo mit Bildmaterial. Ich bin persönlich sehr begeistert. Ja, so ein Murmeltier, verbreitungstechnisch, das ist das Alpenmurmeltier. Dementsprechend kommt es tatsächlich auch primär in den Alpen vor. Man kann es auch noch in anderen Gebirgen finden. Dann ist die jeweilige dort vorkommende Unterart. Es gab auch mal deutsche Vorkommen. Beziehungsweise es gab mal baden-württembergische Vorkommen im Schwarzwald, die sind allerdings inzwischen alle mehr oder weniger erloschen. Es gibt, glaube ich, noch ein Vorkommen in Berchtesgaden, also damit auch in Deutschland, aber im Wesentlichen findet man die schon etwas weiter drin in den Alpen und in Deutschland, also auch in den deutschen Alpen wird es das ein oder andere Murmeltiervorkommen geben, aber wahrscheinlich überwiegend doch eher in der Schweiz und Österreich anzutreffen oder auch in den französischen Alpen sind die auch beheimatet. Ja, ansonsten wohnen sie eben gerne auf irgendwelchen Wiesen, ne, sprich Almflächen, und zwar bevorzugt ein paar Meter oberhalb von der Waldgrenze. Also so in im Bereich Waldgrenze sind sie auch noch anzutreffen. In der sich langsam auflösenden Waldregion kann man schon mal auch noch eine Murmeltierkolonie finden. Und halt eben noch so 2, 3, 4, 5 Meter eben entsprechend darüber. Das ist so das typischste Murmeltierverbreitungsgebiet, das es gibt. Sie kommen nicht tiefer als 800 Meter vor, da wird es denen zu warm. Die überhitzen relativ schnell, weil sie dick und warm angezogen sind, müssen sie auch sein. Sie wollen ja schließlich auch über den alpinen Winter kommen. Man kann sie aber auch bis 2600 mindestens Meter entsprechend antreffen. Es wäre anzunehmen, dass sie demnächst auch noch weiter hochklettern, wenn der Klimawandel zu einer weiteren Erwärmung führt und man sie dann vielleicht auch nicht mehr unterhalb von, sagen wir mal, 900 oder 1000 Meter antreffen kann. Generell so, dass in den Alpen sämtliche Arten, die an niedrige Temperaturen angepasst sind, weiter nach oben wandern müssen, weil es ihnen unten zu warm wird und sie halt eben von anderen Faktoren verdrängt werden. Und im Fall vom Murmeltier sind diese anderen Faktoren tatsächlich, dass es einfach zu warm angezogen
gezogen ist und ihnen die Außentemperaturen und die Sonne dann Probleme bereiten. Die verstecken sich dann den ganzen Tag über im Bau und haben einfach keine Gelegenheit, so viel rauszukommen und zu fressen, wie sie eigentlich müssten, um sich ordentlich Speck für den Winter anzufressen. Denn Murmeltiere, und das weiß sicherlich jeder meiner geneigten Zuschauer, halten gerne Winterschlaf. Kommen wir zurück zum typischen Lebensraum. Murmeltiere brauchen eine gewisse Übersichtlichkeit ihrer Wohnlage, sage ich mal. Es ist ein optisches Tier, sprich es verlässt sich vor allen Dingen auf seine Augen und kann ziemlich gut sehen. Und dementsprechend passen sie halt optisch auf und halten Ausschau nach potenziellen Gefahren. Und deswegen wollen sie auch gerne wo wohnen, wo sie die Möglichkeit haben, sozusagen ein bisschen den Überblick zu behalten. Also gerne so eine leicht hügelige Landschaft. Gut, das ist im Alpenraum sowieso überall der Fall. Gerne mal ein paar Felsen, wo man sich drauf hocken kann, um die Umgebung zu beobachten oder sonstige tolle Hügel. Und sie brauchen vor allen Dingen, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, reichlich Boden, in dem sie graben können, denn die Überwinterungshöhle, Kessel genannt, also der Bereich, wo sie dann wirklich für den Winter über Winterschlaf halten, der sollte im Idealfall, wenn es nach den Murmeltieren geht, circa 7 Meter unter der Erdoberfläche liegen. So, und es ist teilweise gar nicht so einfach im alpinen Bereich Böden zu finden, bei denen man 7 Meter tief graben kann. Die sind selten und das beschränkt halt die Murmeltiere eben auf solche Bedingungen, wo sie dann überhaupt nennenswert gut buddeln können. Und das ist allerdings tatsächlich oft, also bei den natürlichen Lebensräumen, in die man das Murmeltier antreffen kann, ein bisschen oberhalb von der Waldgrenze meistens recht gut mit der Tiefgründigkeit der Böden. Und da muss man an dieser Stelle noch unbedingt erwähnen, dass die Lebensbedingungen, also die Lebensgrundlage des Wohnortes einer Murmeltierkolonie, nenne ich sie jetzt einfach mal, Gruppe könnte man es eigentlich eher nennen, ganz, ganz wesentlich und entscheidend für das Überleben von insbesondere den jungen Murmeltieren ist. Denn der ärgste Feind vom Murmeltier ist nicht irgendwer, der es aufmampfen möchte, sondern tatsächlich der Winter, schlicht und ergreifend. Die Chancen, den Winter nicht zu überleben, den Winterschlaf nicht zu überleben, sind leider relativ hoch und dem fallen am meisten Murmeltiere zu Opfer. Also da gibt es schon eine relativ hohe Sterblichkeitsrate, insbesondere bei den gerade geborenen noch kleinen Murmlern wie diesem hier. Könnte es schon kritisch werden, wenn es ein entsprechend harter Winter wird, weil die noch einfach nicht so viel Zeit haben, sich viel Nahrungsreserven anzufressen in der kurzen Vegetationsperiode im alpinen Raum. Und damit begrenzt das halt einfach auch das Maximalgewicht und die maximale damit zur Verfügung stehende Isolierschicht und auch Wärmeproduktionsmasse, sage ich jetzt einfach mal. Und je tiefer der Bau liegt, desto wärmer wird es im Bau. Sprich, wenn der wirklich 7 Meter unter der Erdoberfläche ist, dann haben sie es relativ gut und haben relativ luxuriöse Verhältnisse. Die Chancen, dass die dann durchkommen, sind relativ hoch. Wenn sie aber bloß einen Winterbau haben, der nur 4 Meter tief ist oder sowas, weil es halt einfach besser nicht ging, weil mehr die Landschaft nicht hergibt, dann ist das auf jeden Fall eine Murmeltierkolonie, die eher am Existenzminimum sozusagen dahin vegetiert. So, jetzt habe ich eine Wespe, die hier rumschwirrt. Ja, was treibt jetzt so ein Murmeltier den ganzen Tag? Also im Wesentlichen könnte man sagen, bei Beginn der Schneeschmelze im Frühjahr wachen sie erstmal auf, ne? Weil die pennen ja des Winters. So, und das Erste, was sie dann mal machen, ist erstmal drüber nachdenken, ob denn jetzt nicht eventuell Zeit für etwas Paarungszeit wäre. Ne? Und wenn sie dann beschließen, jupp, Paarung könnte man mal durchaus drüber nachdenken, dann wird die da vollzogen, sodass dann möglichst in das eben kurze, in die vergleichsweise kurze Vegetationsperiode möglichst früh die jungen Murmler hineingeboren werden, damit die dann eben noch Zeit haben, selbstständig noch ein paar leckere Dinge zu futtern, um sich für den Winter entsprechend vorzubereiten. Und es ist durchaus keine bensche Formulierung, dass die drüber nachdenken, ob Paarungszeit eine gute Idee wäre, sondern die kann schon durchaus mal ausfallen, wenn der Ernährungszustand des entsprechenden ältesten Weibchens, da gibt es nämlich durchaus eine hierarchische Rangstruktur in solchen Murmeltiergruppen, kommen wir gleich zu, wenn der Ernährungszustand derjenigen, die halt die Kinder kriegen sollte, nicht ausreicht, dann wird halt auf das Kinderkriegen quasi verzichtet, weil man merkt, okay, es geht nicht, es wäre zu gefährlich für das Muttertier, dann lass man es lieber sein, dann gibt es halt dieses Jahr eben entsprechend keinen Nachwuchs aufgrund dessen, dass der Winter so hart gewesen ist.
Ja, und die Sozialstruktur in so einer Murmeltiergruppe besteht eben ähnlich wie bei Wölfen übrigens aus einem Elternpärchen und deren Nachkommen. Jetzt ist es nicht so, dass sich nur und ausschließlich das Elternpärchen fortpflanzt. Da kann es auch teilweise mal dazu kommen, dass da noch irgendjemand anders bei der Fortpflanzung ein bisschen beteiligt ist. Die Murmeltiere sind da teilweise ganz schön, nicht konservativ, würde ich jetzt vorsichtig das Ganze ausdrücken wollen. Da kann es schon zu gewissen Schweinereien innerhalb der eigenen Familie teilweise sogar kommen. Das hat man inzwischen nachgewiesen. Aber im Regelfall ist es so, dass sich das Elternpärchen fortpflanzt, die Jungtiere noch so irgendwas zwischen 2 und 4 Jahre bei den Eltern eben entsprechend bleiben und danach abzuwandern, versuchen, um eine neue eigene Murmeltiergruppe irgendwo anders in der näheren Umgebung aufzumachen. Das ist allerdings sehr gefährlich, da so ein Murmeltier, wenn es frei über die Wiese rennt und nicht die verschiedenen tollen Versteckstollen seiner Heimat zur Verfügung hat und die vielen angelegten Unterschlupfmöglichkeiten, falls mal doch eben wie entsprechend ein Feind kommt, dann ist so ein Murmeltier doch relativ leichte Beute und unterliegt dann auch einer gewissen Prädationsdruck. Ne? Also die Chance, dass es da unterwegs gefuttert wird, sind relativ hoch. Oder es findet einfach kein geeignetes neues Habitat, um sich seinen eigenen Bau, seine eigene Murmeltierkolonie anzulegen, und dann geht es auch wahrscheinlich relativ schnell hops. Also ich sage ja immer gerne, ein Tier, bei den Tieren, wie effizient die so sind von ihrer Lebensweise her. Und so ein Murmeltier, ja, das hat schon so ein paar Problemchen. Ne? Also das ist jetzt kein Wolf, das ist auch bestimmt kein Fuchs oder ein Reh oder gar ein Wildschwein, die sich ja vermehren noch und nöcher, sondern so ein Murmeltier ist schon ein bisschen empfindlich und hat auch aufgrund seines speziellen, sehr beschränkten Lebensraums, in dem es überhaupt nur vorkommen kann, keine so großen Ausbreitungsmöglichkeiten, weshalb meiner Meinung nach es durchaus gerechtfertigt ist, dem Murmeltier ein wenig Schutz zukommen zu lassen, weil es doch eine sehr tolle Tierart, die da halt eben durchaus nicht gänzlich ungefährdet ist, auch wenn sie jetzt nicht direkt vom Aussterben steht. Das auf jeden Fall auch wieder nicht, ne? Ja, aber jedenfalls, jetzt haben sie sich gepaart, ne? Und die Jungtiere sind eventuell jetzt bereits abgewandert, also die erwachseneren Jungtiere, die etwas älteren Jungtiere, die jetzt auch schon geschlechtsreif sind. Einsetzen der Geschlechtsreife findet bei Murmeltieren auch erst relativ spät mit 2, irgendwas Jahren statt. Weil die sollen ja vorher noch bei den Eltern auch wohnen. Das ist auch wichtig, die Gruppe muss eine gewisse Größe haben, einfach damit die sich im Winter warm halten können. Wenn nicht genug Murmeltiere auf einem Haufen liegen und sich zusammenkuscheln, dann erzeugen sie als Murmeltierklumpen, so kann man sich das dann in dieser Höhle vorstellen, einfach nicht genügend Wärme, um den Winter zu überstehen. Deswegen eine Mindestgruppengröße ist halt quasi einfach erforderlich, oder man hat im Sommer wirklich sehr, 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 sehr viel gefuttert. Gut, aber jetzt ist Sommer, ne? Die jungen Murmeltiere werden geboren, sind erstmal super klein, ein paar Gramm schwer, also ein paar Gramm, also so 30 oder irgend sowas, 24 bis 30 irgendwie so um den Dreh. Es sind im Regelfall 6, es können auch deutlich weniger sein, selten sind es mal mehr, und die werden jetzt halt langsam groß, werden von der Mutter gesäugt natürlich, sind ja Säugetiere, und früher oder später gehen sie dann auch mal draußen an die frische Luft. Das Ganze dauert so ungefähr 6 Wochen, bis die dann mehr oder weniger selbstständig mal vorm Bau aufkreuzen können und dann selber mal ein bisschen Grünzeug zu sich nehmen. Das ist auch dringend notwendig, weil die Phase, in der Murmeltiere überhaupt draußen sein können und draußen Grünzeug futtern können, ist ja vergleichsweise kurz und geht im besten Fall, je nachdem wo die wohnen, ein halbes Jahr. Wenn es dumm läuft, auch mal nur 4 Monate. Ne? Oder auch sogar nur 3,5. Das hängt immer sehr von den entsprechenden Jahren und dem entsprechenden Lebensraum ab. Ja, wovon ernährt sich jetzt so ein Murmeltier? Also der Säugling von Milch und alle anderen von größtenteils Salat, der halt auf der Wiese wächst. Und das hängt sehr stark davon ab, wie weit die Vegetationsperiode schon fortgeschritten ist. Wenn sie nach Schmelzen des Schnees zum ersten Mal wieder aus dem Bau rauskommen, dann finden sie ja erstmal nicht kein besonders saftiges Grünzeug, weil da ist ja noch nichts Neues gewachsen, und nehmen dann eben entsprechend mit so halb vertrocknetem, irgendwie unterm Schnee noch einigermaßen saftig gebliebenem
Gras, sage ich jetzt mal ganz unbotanisch, nehmen sie dann vorlieb oder können auch Heu essen. Grundsätzlich verdauen können sie so ein Zeug auch, aber das gibt halt nun mal nicht besonders viele Nährstoffe und macht nicht viel her. Aber gegen den ersten großen Hunger nach dem Winterschlaf hilft das wohl auch ein bisschen. Wenn dann die ersten Knospen sich bilden, dann werden natürlich die erstmal abgeweidet. Und wenn dann später noch die richtig saftigen Pflanzenteile, die Blüten, die Früchte sogar, die Samen dann hinzukommen, dann beschränkt sich das Murmeltier selbstverständlich nicht nur auf das langweilige Zeug, sondern holt sich so die leckersten Teile. Es ist also grundsätzlich ein Generalist, hat aber eine Vorliebe für Dinge, die besonders nährstoffreich sind an der pflanzlichen Kost, die es so finden kann. Oh, und wenn mal tatsächlich keine Pflanzen oder wenig Pflanzen verfügbar sind, aus welchen Gründen auch immer, dann kann es auch schon mal vorkommen, dass ein Murmeltier sich mal eine Schnecke holt oder mal einen Käfer, also so ein bisschen tierische Kost, wenn es halt am Verzweifeltsein ist. Aber normalerweise haben sie keine Probleme, Nahrung zu finden. Das ist auch wieder wenig der Faktor, der Murmeltier zu schaffen macht, sondern eher mehr die Winterkälte, ne? Haben wir ja schon erwähnt. Denn, und das ist jetzt so der springende Punkt, den ich am Schluss nochmal ansprechen möchte, wie gefährlich lebt denn ein Murmeltier? Also was Tiere, die das Murmeltier fressen wollen, angeht, hat es eigentlich gar nicht so viel zu befürchten. Wir kennen ja alle dieses Beispiel mit dem wachhabenden Murmeltier, das irgendwo oben auf einem Stein sitzt, war als erstes Bild zu sehen, diese Szene, das aufpasst, dass keiner kommt. Und wenn doch einer kommt, dann machen sie Pfeif, Pfeif, Pfeif oder ein langgezogenes Pfeif. Kann ich natürlich schlecht nachmachen. Und alle Murmeltiere sind plötzlich weg. Ne? Das ist durchaus ein sehr typisches Verhalten und bedeutet, da könnte jemand kommen, der möglicherweise als Feind durchgeht und möglicherweise potenziell gefährlich sein könnte. Übrigens, diese mehrfachen kurzen Pfeifer bedeutet so viel wie Obacht, Vorsicht, Achtung. Da nähert sich jemand, während das langgezogene Pfeifen wahrscheinlich so der, oh Gott, es ist ja schon da, schnell, 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 schnell in Deckung, also so quasi höchste Eskalationsstufe darstellt, sofern man das überhaupt so unterscheiden kann, aber ich möchte es jetzt einfach mal so tun, als ob das so wäre. Es gibt da so Ansätze, ist noch nicht so hundertprozentig erforscht, aber ja, so Ansätze gibt es jedenfalls. So, und durch dieses Verhalten, dieses Aufpassen, haben sie eine sehr gute Feindvermeidungsstrategie und kaum jemand schafft es, nennenswerte Mengen an Murmeltier zu essen, der halt in der freien Wildbahn vorkommt. Man könnte doch meinen, der Fuchs holt sich gerne ein Murmeltier. Nö, schafft er nicht, kann sich an die Viecher nicht anschleichen. Die sind dann zu schnell weg und zu schnell in irgendeinem Bau. Denn, Punkt Bau, das sind ziemlich komplexe Gebilde, die sie da anlegen. Es gibt zunächst mal überall im kompletten Murmeltier-Territorium, das kann so mal zwischen 1 und 3 Hektar groß sein ungefähr, also so ein Murmeltierrevier. Und da muss man dazu sagen, es handelt sich wirklich um ein Revier. Es wird gegen andere adulte Murmeltiere auch verteidigt. Und da darf niemand anders rein, außer Mitglieder der eigenen Familie und hat auch starre Grenzen, die man anders nicht übertreten darf. So, jedenfalls in diesem Revier gibt es dann jede Menge erstmal kleine Verstecktunnel, wo man halt mal eben schnell in Deckung gehen kann, wenn der Fuchs kommt oder der Adler mal schnell landet oder irgend sowas in der Richtung. Die haben meistens 1 bis 2 Ausgänge, oft eigentlich 2, selten nur einen, sodass sie immer ein Ende ran können und im Zweifelsfall, wenn dann der versucht, jemand hinterher zu kriechen, kann man dann einen zweiten Ausgang nehmen und ist dann schnell wieder draußen und kann dann schnell in den nächsten Tunnel flüchten. Es gibt aber auch natürlich Tunnel, die nach unten führen, in die tieferen Bereiche des Baus und da muss man unterscheiden, die Sommerbereiche des Baus und halt eben die große Übernachtungskammer, die für den Winter gedacht ist. Davon abgesehen gibt es noch Latrinen tatsächlich und Vorratskammern legen sie keine an, aber halt eben im Wesentlichen Latrinen und so Nebenaufenthaltsräume, wenn man das so nennen möchte. Insbesondere im oberen Bereich, nicht sehr tief sind diese Sommeraufenthaltsräume. Da gehen sie schlicht und ergreifend in Deckung, wenn es ihnen tagsüber zu warm wird. Weil wir hatten ja schon erwähnt, das sind nicht unbedingt Tiere, die es besonders gerne mögen, wenn ihnen die Sonne auf den Pelz brutzelt.
Falls sie doch mal übrigens in der Sonne liegen, dann liegt das meistens daran, dass sie versuchen, mittels UV-Strahlung Parasiten zu töten, die sich bei ihnen im Fell abgenistet haben, und liegen dann meistens ganz flach auf dem Boden, möglichst weit ausgestreckt, damit die Bodenkühle sie noch einigermaßen kühlt, weil ihnen sonst wirklich schnell zu warm wird in der Sonne. Ja, und eben der Bau sehr komplex strukturiert, und aufgrund eben dieser tollen Untergrabung ihres gesamten Lebensraums und dieser ständigen Verfügbarkeit von irgendwelchen Eingängen ins Höhlensystem ist es halt sauschwierig für Feinde der Murmeltiere, an die Kerlchen ranzukommen. Hauptproblem bleibt damit halt eben der Winter, und auch nicht deswegen, weil sie zu wenig zu fressen finden würden. Murmeltiere essen je nach Vegetationszone, in der sie wohnen, circa ein Achtel, hat man mal untersucht, der aufkommenden Pflanzenmenge. Ne? Also was da insgesamt im Laufe der Vegetationsperiode wächst, davon wird ein Achtel von einer dort lebenden Murmeltierfamilie ungefähr vertilgt. Ist also noch im Rahmen, noch erträglich. Also von Schäden durch Murmeltiere kann man dementsprechend nicht sprechen, und von diesem Achtel können sie auch wirklich ziemlich gut leben, wenn dann der Winter halt eben nicht zu kalt ist. Und die Überlebensbedingungen im Winter hängen halt wirklich ganz maßgeblich davon ab, wie viele Murmeltiere sind anwesend, wie viele davon sind einigermaßen ausgewachsen, wie ist vorher die Ernährungssituation gewesen, aber wenn das stellt meistens kein Problem dar, sondern wirklich einfach die Zahl der Murmeltiere. Ist eine Kolonie einmal ausgedüngt oder soll sie neu gegründet werden, dann brauchen die einfach das Glück, dass der Winter nicht allzu hart ist, weil sonst sind ihre Überlebenschancen wirklich nicht besonders hoch. Murmeltiere müssen alle paar Wochen mal aufwachen während des Winters, um aufs Klo zu gehen, schlicht und ergreifend. Deswegen haben sie ja auch innerhalb ihrer Behausung Toiletten angelegt, damit sie das halt dann auch eben entsprechend machen können. Und gerade dieses Aufwachen und dann wieder Einschlafen, wieder in den Winterschlaf mit reduziertem Herzschlag, mit reduzierter Körpertemperatur, mit reduziertem Energieverbrauch zurückzuverfallen, das ist so eine gefährliche Phase. Dazwischen wird es ja auch mal durchaus kalt. Während draußen locker mal minus 20 Grad herrschen können und solche Späße, ist es im Idealfall in so einem Murmeltierbau um die 5 Grad warm, also vergleichsweise angenehm, kann auch mal gegen 0 absinken. Man hat aber auch schon festgestellt, dass es bei richtig großen Murmeltiergruppen auch mal relativ kuschelige 10 Grad gehabt hat. Ihre Schlafhöhle, da wo sie dann alle drin liegen und sich zusammenkuscheln, die verstopfen sie auch mit einem Pfropfen, den Ausgang, damit da auch ja schön gute thermische Isolierungseigenschaften herrschen, und natürlich ist diese Schlafhöhle auch ausgepolstert mit verschiedenem Grasmaterial und was sie halt sonst so gefunden haben, und mit dem Pfropfen, in dem sie den Ausgang zumachen, kannst du also wirklich vergleichsweise kuschelig drin werden, wenn alles gut läuft. Wenn nicht, dann sterben vor allen Dingen zuerst die Jungtiere. Und es sind auch schon komplette Murmeltierkolonien leider erfroren, also der fieseste Feind vom Murmler ist immer noch der Winter. Aber da es ja kalte Winter nicht mehr so oft gibt, ist in letzter Zeit die Murmeltierpopulation tendenziell also am ordentlich zulegen. Ne? Also das tut denen sehr gut, dass es etwas wärmer, also die Winter nicht mehr so extrem sind und die Sommer noch einigermaßen kühl bleiben. Ach ja, das andere Extrem, das sollte ich auch nochmal schnell erwähnen, aber dann haben wir es wirklich. Was ihnen auch zum Verhängnis werden kann, ist ein zu heißer Sommer, weil sie dann zu schlecht raus können, um zu fressen. Und dann geht ihnen einfach die beschränkte Zeit, die sie haben, um Nahrung aufzunehmen, irgendwann aus. Auch ein Faktor, wenn man sie zu oft stört, zu oft Touristen vorbeikommen und sie zu oft in Deckung gehen müssen, weil potenzielle Feinde da sind, dann fehlt ihnen auch einfach die Zeit, draußen auf der Wiese zu fressen. Selbst wenn das Nahrungsangebot gegeben ist und reichlich zu futtern da ist, da sie ja immer nur wirklich, sagen wir es einfach mal, 4 Monate Zeit haben zum Mampfen oder 5 Monate vielleicht, dann müssen sie diese 5 Monate auch wirklich intensiv nutzen, um da eben entsprechend am Futtern zu sein. Das macht schwierig. Also am besten ist so ein Murmeltier von morgens um 7 bis 21 Uhr quasi aktiv und auf der Wiese unterwegs und macht die ganze Zeit nicht viel anderes als futtern, wenn es gerade nicht mit den Artgenossen am Spielen oder am sich gegenseitig das Fell pflegen oder sonstige Nettigkeiten austauschen halt gerade eben entsprechend ist.
Oder es hält halt gerade eben entsprechend Wache und passt auf, dass keiner kommt und Böses will. Außerdem haben Murmeltiere einfach die Eigenschaft, dass sie super gerne vor ihren Behausungen, ihren Tunneln einfach mal in der Landschaft hocken und da sitzen und nichts tun. Das kann man auch diversen Bildern, die ich hier gemacht habe, auch so ein bisschen erahnen, dass da eine gewisse Tendenz zu besteht. Aber die meiste Zeit sind die wirklich am Futtern und das macht sie aus und das macht sie meiner Meinung nach auch so sympathisch, dass sie halt einfach, wenn man sie sieht, ständig am Futtern sind. Oder entspannt in der Gegend hocken und lustig aussehen. So, das müsste es gewesen sein, was man Wesentliches zum Murmeltier sagen kann. Kann man natürlich noch viel mehr zur Fortpflanzung erzählen, aber ist nicht so interessant. Also nicht sehr bedroht, wenn auch nicht völlig ungefährdet, würde ich sagen, die Zukunft des Murmeltiers. Und nochmal kurzer Hinweis für, wenn die Zombies kommen, also in Survival-Fällen. Murmeltier ist essbar, enthält aber meistens einen Haufen Parasiten. Soll heißen, wenn Murmeltier essen, dann Murmeltier bitte sehr, sehr gut durchbraten. Allerdings als fast ausschließlicher Vegetarier enthält es immerhin schon mal keine Trichine, also nichts, was man durch ordentlich Anbraten nicht tot kriegen würde. Und damit ist so ein Murmeltier eigentlich vergleichsweise gut essbar. Allerdings sind sie natürlich auch super schwer zu fangen. Man müsste damit irgendwelcher Fallenjagd arbeiten, wenn man dann in einer Survival-Situation wäre. Aber ich glaube, da gibt es bessere Wege, um an Futter zu kommen, als in die Alpen hochzusteigen und nach Murmeltieren zu jagen. Ne? Aber nur der Vollständigkeit halber, die Viecher sind essbar. So, aber das war es jetzt wirklich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.